judgment. Moin Leute, heute mein kleines Tutorial zu den Server Basics. Also, wie man den Server nicht einstellt, sondern wie man Mods und Plugins drauf installieren kann und dazu die Basics. So, dann fangen wir mal direkt an. So, hier haben wir den erstellten Ordner von uns. Haben wir letzte Folge gemacht. Dann gehen wir in den NPM-Mission-Ordner als erstes. Ja, gehen in die Init. Öffnen die mit Notepad. Sollte die haben, füge ich nochmal die Beschreibung hinzu. So, dann seht ihr, ich habe hier direkt was markiert. Das ist Build on Roads. Das ist, dass man auf Straßen bauen könnt, ist auf Default, ist natürlich auf False. Aber ich mache es mal auf True. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Das ermöglicht euch das Bauen auf Straßen. Ganz praktisch eigentlich, wenn man es will. Also ich will es natürlich. Deswegen mache ich es auch. So, dann nochmal eine zweite Änderung. Das kopieren wir einfach hier drunter. Das ist, zeige ich jetzt, Required Plot Pole. Das bedeutet, dass ihr kein Plot Pole zum Bauen braucht, der normalerweise 100 Gold kostet. Ist für den Start eines Servers sehr gut. Also ich sag mal die ersten drei Tage, dann können die neuen Spieler sich erstmal direkt aufbauen. Ja, ich habe es genommen, ich finde es interessant. So, danach zeige ich noch was. Das ist natürlich jetzt, das ist neu, das ist erst seit dem nächsten Update, das kommt jetzt auch direkt darunter. Könnt ihr auch machen, wenn ihr es wollt. Braucht ihr also jetzt kein Plugin mehr, das ist das Self-Bloodback. Müsste euch bekannt sein, dass man sich selber ein Bloodback geben kann. Durch diesen Befehl, unter dem hier, braucht ihr gar keine Plugins mehr. Ihr könnt einfach Rechtsklick drücken, also Rechtsklick auf das Bloodback machen. Ja, und könnt euch direkt ein Bloodback geben. Ach, das ist ziemlich praktisch, wie ich finde. So, dann speichern wir das mal kurz. So, dann geht ihr zurück in, also geht ihr wieder hier in NPM-Mission und erstellt hier einen Ordner, der ist Custom. Den erstellt ihr. Den braucht ihr jetzt für das Weitere, was wir jetzt machen. Und zwar kommt darin die FN Self Actions, die kopiere ich euch in die Beschreibung. Die braucht ihr für spätere Mods, auch eigentlich oft. So, aber da drin machen wir jetzt noch was anderes. Wir kopieren uns die. Fügen diese ein und nennen die um zu was war das? Compiles müsste das sein. Compiles.sqf. Okay, müsst ihr nicht so nennen, bleibt ein SQF, also Compiles. Das genauso schreiben. Also Moment, oder? Ich lese kurz was durch. Müsste auch richtig sein, ja, auf jeden Fall schreibt ihr es so. Und ja, da rein kommt jetzt. Ne, dann machen wir erst was anderes. Dann öffnen wir die Init. Hier, seht ihr? So, und daran fügen wir. Genau, dann daran fügen wir diesen Code ein. Den packe ich auch natürlich in die Beschreibung. Oh, Mist, jetzt habe ich wieder das. Sorry, so. Das war mein Stream-Overlay, sorry. Sondern danach fügen wir unter dieser Zeile. Fügen wir diesen Code ein. Das führt dazu, dass er die gerade erstellte Datei, diese hier, verwendet. Also die Later anstatt einen anderen Weg. Also das ist wichtig, damit ihr euren Server mit Mods gut ausrüsten könnt und die auch schnell lädt. So, speichern wir, dann sind wir eigentlich. Moment. Dann sind wir hier fertig. Das ist schon mal gut. So, dann schließen wir das. So, und jetzt gehen wir in die Compiles. Die öffnen mal kurz. Muss ich kurz alles. Nein, ich finde es einfach geschaut, sorry. Falls es Errors gibt, oder das sage ich auch im Video jetzt eigentlich. Moment, hoffentlich ja, hat er alles. So, löschen wir das raus. Und ja, da schreiben wir das hier rein. Warte, Moment. Das kopiere ich euch natürlich auch in die Beschreibung, damit ihr alles habt. Ich dachte, das Intro, ach, das Intro. Na, das Tutorial wäre mal sehr nützlich, weil ich habe es selber früher nicht gefunden. Das ist das, dass er der Verweis auf die FN Self Action hier. Das macht so viel, dass er selber alles auszuführende raussucht und das startet. Speichern wir, dann sind wir mit der Compiles fertig. So. Ja, dann haben wir das auch schon fertig. Und das war's dann auch. Also wenn ihr das habt, dann seid ihr schon auf einem guten Weg, euch einfach und leicht Mods zu installieren. Und im nächsten Tutorial kommen dann noch diese Mods, wie zum Beispiel Snap Building oder Elevator oder so ein Scheiß. Irgendwas werdet ihr schon finden. Also haut rein. Ciao.